So, wir sind beim Thema Streicherklassen einführen. Das heißt natürlich auch, dass ihr nicht nur Streicherklassen in der Regel einführt, sondern auch andere Profile, die das Ganze flankieren, sage ich mal. Es gibt da, denke ich mal, die Klassiker, das ist die Chor- oder Singklasse. Es gibt die Bläserklassen, also viele Schulen haben auch beides. An meiner alten Schule war das zum Beispiel so, hat wunderbar funktioniert und sich gegenseitig ergänzt. Hier an der Schule, wo ich jetzt bin, haben wir noch Tanz, Bewegung und Darstellung als Profilklasse, also wo es um unterschiedliche Formen der Interaktion mit Musik geht im Groben. Meistens entwickeln sich diese Profile von selbst. Ihr werdet meistens unterschiedliche Musiklehrerinnen und Lehrer haben mit unterschiedlichen Interessensgebieten, die dann sagen, okay, ich möchte unbedingt Chor machen, ich möchte unbedingt, keine Ahnung, Band machen, ich möchte unbedingt das und jenes machen. Also meine Erfahrung ist, dass sich das dann automatisch verteilt, sage ich mal. Ne? Wenn es meinetwegen zwei Leute gibt, die Streicherklassen machen wollen oder zwei Leute gibt, die Bläserklassen machen wollen, dann kann man das natürlich auch angehen. Dementsprechend erhöht sich aber der Finanzbedarf, den ihr da einführt. Auch wenn ihr Streicher- und Bläserklassen parallel einführt, ist da sofort ein immenser Finanzbedarf natürlich an zwei Stellen da. Das ist vielleicht noch eine Sache, die ein Hindernisgrund sein könnte, dafür so bestimmte Dinge zu kombinieren. Am Anfang ist es allerdings nur wichtig, die Profile, sage ich mal, auszuwählen. Ihr müsst da noch nicht irgendwelche Lehrpläne erarbeiten. Das kommt mit der Zeit natürlich, wenn ihr den Unterricht macht. Wichtiger sind am Anfang andere Fragen, wenn es ums Konzept geht. Nämlich zum Beispiel, macht ihr einen Kurs oder ein Klassensystem? Was sind die Vorteile eines Kurssystems? Wenn man ein Kurssystem hat, dann hat man natürlich einen viel größeren Pool an Kindern, aus denen man wählen kann. Dann verteilen sich die 90 Leute, meinetwegen einer dreizügigen Schule, halt unterschiedlich auf die Profile, die er anbietet. Und das heißt natürlich auch, dass ihr später die Leute zuteilen könnt. Also wenn ihr ein Kurssystem habt, wo jeder vorher ausprobieren kann, wie ist es in der Chorklasse zu sein, wie ist es mal ein Instrument in der Hand zu halten, wie ist es sich zu Musik zu bewegen, das wären jetzt unsere Profile, dann kann das Kind im Laufe des ersten Monats, sage ich mal, des Schuljahres alles kennenlernen in so Schnupperangeboten und sich danach entscheiden. Das hat natürlich den Vorteil, dass alle Kinder nach Neigung wählen, dazu später noch mehr. Das hat aber auch den Nachteil, sage ich mal, dass ihr so ein bisschen in der Luft hängt, bis die Wahl passiert ist. Ne? Gibt es jetzt wirklich genug Kinder für jeden Kurs? Bei einem Klassensystem ist es etwas anders herum, sage ich mal. Die Kinder müssen sich dann im Vorfeld anmelden für die Chorklasse, die Streicherklasse und so weiter und so fort. Und da ist die Gefahr groß, dass die Kinder etwas wählen, bei dem sie sich nicht genau vorstellen können, was ist das überhaupt, beziehungsweise etwas nicht wählen, was ihnen vielleicht total gut gefallen hätte, weil sie es einfach noch nicht kennen. Hat natürlich wiederum den Vorteil, dass man die Klassen relativ schnell klar hat, und dass man genau weiß, wie viele Kinder sind an welchem Profil, sage ich mal, interessiert. Das Kurssystem hat natürlich noch den Vorteil, dass Kinder, die sich überhaupt nicht wohlfühlen in ihrer Gruppe, in der sie am Anfang sind, vielleicht noch wechseln können. Ne? Also es gibt natürlich Kinder, die keine Ahnung, keinen Ton nachsingen können. Die gehen dann vielleicht besser irgendwo hin, wo sie nicht unbedingt die ganze Zeit singen müssen. Es gibt Kinder, die sind motorisch so unbegabt, dass ein Streichinstrument für sie einfach nur eine Qual ist. Und wenn die das erst später merken, sage ich mal, dann können die noch, naja, dann wahrscheinlich zum Chor gehen. Diese motorische Unbegabung würde ja auch in Bewegung, Tanz und Darstellung eine Rolle spielen, sage ich mal. Und es gibt ja nicht nur die ungeeigneten, sondern auch die unmotivierten Kinder, die also etwas durchaus machen könnten, wenn sie sich Mühe geben würden, die aber aus irgendwelchen Gründen dagegen schießen. Habe ich nicht so häufig erlebt, aber ja, kommt schon mal vor.
Und dann ist jemand, der, ich sag mal, im Chor die ganze Zeit nur Quatsch macht, viel ruhiger, wenn er die ganze Zeit eine Tuba in der Hand halten muss und auf sie aufpassen muss. Also gerade bei Kindern, die ein hohes Maß an Unruhe haben, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die in Bläser- und Streicherklassen oft sehr gut ankommen, weil sie da immer was in der Hand haben, immer was zu tun haben, wenn sie gemeinsam proben, dass das auch solche Verhaltensmuster, sage ich mal, abschwächen kann. Kurssystem hat einen, wie ich finde, relativ großen Nachteil, dass das Kurssystem dazu führt, dass man die Kurse zu bestimmten Zeitpunkten blocken muss. Das hat also bestimmte stundenplantechnische Implikationen, die sich noch verstärken, wenn man sich Kooperationspartner mit ins Boot holt. Also wenn Musikschullehrer kommen, dann ist es in der Regel sinnvoll, die Stunden relativ spät im Vormittagsbereich zu legen, fünfte, sechste Stunde meinetwegen, wenn ihr ein Dreiviertelstundensystem habt, weil diese Lehrer oft ja Nachmittagsunterricht auch haben und dass dieser Vormittagsunterricht dann möglichst dicht daran liegt, um denen es nicht zu schwer zu machen. Ich meine, das kennt ihr alle, wie blöd das ist, wenn man in der ersten Stunde Unterricht hat und dann wieder in der siebten und achten. Und auch so Kooperationspartner muss man da oder sollte man meines Erachtens schon Rücksicht nehmen, dass die es nicht schwerer haben als unbedingt nötig. Ich meine, sie kommen ja auch extra für diese 2 Stunden dann zur Schule und müssen auch wieder abfahren natürlich. Das bedeutet auch, dass meistens alle Musiklehrer parallel geblockt werden müssen. Das heißt, die Schule muss genauso viele Musiklehrer haben, wie es Angebote gibt. Wenn man ganz, ganz viel Glück hat, dann hat man einen Musiklehrer mehr, als dass man Klassen hat in einer Stufe. Und dann kriegt man es vielleicht hin, dass man bei 3 Klassen 4 Profile anbietet, bei 4 Klassen 5 Profile anbietet und so weiter. Ich meine, je mehr Züge die Schule hat, desto wahrscheinlicher wird es, das anzubieten, weil die Kursgruppen dann nicht so stark verkleinert werden. Also man muss im Durchschnitt weniger zusätzliche Unterrichtsstunden pro Schüler aufwenden. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann würde ich das absolut empfehlen. Weil es insgesamt die Situation gerade am Anfang, wenn man solche Sachen macht wie Instrumentenkarussell oder Abläufe einüben, doch sehr vereinfacht. Was in diesem Zusammenhang wichtig ist, das Bewusstsein, dass wir über insgesamt 4 Stunden pro Musiklehrer pro Woche sprechen. Spätestens, wenn wir ins zweite Jahr gehen. Und das sind dann bei 3 Lehrern mal 4 schon mindestens 12 Unterrichtsstunden, die da geblockt werden. Wenn ihr meinetwegen fünfzügig seid, dann sind das dementsprechend natürlich mehr Stunden, die geblockt werden müssen. Und das verursacht keine Probleme, die meiner Erfahrung nach nicht lösbar sind. Aber es braucht natürlich auch die Bereitschaft und am besten auch vorher das Bewusstsein, das ist eine Sache, die man in den Vorgesprächen schon ansprechen sollte. Dass das natürlich diese Implikationen hat. Unklar sind solche Sachen wie Hierarchiebildung, ob das jetzt Vor- oder Nachteile sind. Es gibt natürlich fünfte, sechste Klasse eine Hierarchiebildung innerhalb der Klasse, wenn man Musikunterricht macht, also wo die Profile an Klassen gebunden sind, dann ist diese Hierarchiebildung damit erledigt. Wenn man das in der Klasse hat, wenn man das dann im Kurssystem macht, dann kommt es da zu einer neuen Hierarchiebildung. Und wenn man dann mehrere Alpha-Tiere, sage ich mal, aus unterschiedlichen Klassen da sitzen hat, die gewohnt sind, der Chef zu sein, kann das zu Problemen führen. Aus meiner Erfahrung kann ich von einem Fall berichten, wo wir Kurden, Türken und Araber in einer Streicherklasse hatten, die ihre, sage ich mal, ethnischen
Konflikte von zu Hause dann auch in dieser Klasse austragen mussten. Also das war ein großes Problem zu Beginn. Ich sag mal die ersten 2, 3 Monate, dass sie diese Gruppen immer sehr auf sich geachtet haben. Bei der kleinsten Provokation ist immer jemand völlig ausgerastet. Das war eine Sache, die wir allerdings über das Erinnern an das gemeinsame Ziel, an das gemeinsame Musizieren wieder in den Griff bekommen haben. Das wäre allerdings nicht so ausgeartet, wenn wir ein Klassensystem gehabt hätten, denke ich, so im Nachhinein. Was in der Hierarchiebildung generell bei diesen Klassen ja, augenfällig ist, finde ich, dass gerade stillere Schüler, die jetzt nicht so ein Standing in der Klasse haben, darüber, dass sie zum Beispiel instrumentale Fähigkeiten erwerben, plötzlich eine ganz andere Rolle einnehmen in so einer Streicherklasse, beispielsweise als sie es im normalen Klassenverband haben. Gerade wenn man regelmäßig Vorspiele macht, dann zeigen die sehr schnell, dass sie ihr Instrument absolut beherrschen und dass sie diese Aufgaben wirklich sehr, sehr gut machen. Und das kann für diese Schüler auch das Selbstbewusstsein stärken. Und es kann ihnen zu völlig anderen Positionen in Hierarchien verhelfen. Also da kann ich auch nur aus meiner Erfahrung berichten, dass man da viele Schüler hat, die plötzlich zu, ja, zu Entscheidern, zu Anführern werden, die sonst so die Stillen sind, die nebenher schwimmen, sage ich mal. Die aber dann plötzlich in der Lage sind, eine Probe zu leiten oder einem anderen Schüler ein Stück beizubringen, was sie sich zu Hause selbst rausgehört haben oder so. Das ist was ich als total bereichernd empfinde. Und dann gibt es natürlich die problematischen Schüler, über die ich gerade eben schon gesprochen habe. Also es ist ganz häufig so, dass ich in Klassenkonferenzen sitze und dann geht es um Schüler, die bei mir in diesem Profil sind oder in einer AG sind, die ich in dem Bereich anbiete. Und dann heißt es immer, der ist ja total problematisch und der stört immer nur und so weiter und so fort. Und oft erkenne ich die Kinder da gar nicht wieder, weil die in so einem Kontext, wo sie erstmal die ganze Zeit gefordert sind, also bei mir ist der Probenanteil in den Stunden wirklich sehr, sehr hoch und da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, sich abzulenken, sage ich mal, gefordert und beschäftigt sind, also, dass sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so viel zu stören, einfach. Ne? Und das finde ich als ist eigentlich auch eine total schöne Sache. Ist natürlich kein Unterricht in dem Sinne, wie wir Klassenunterricht kennen, wo ich sag mal, es für den Schüler und die Schülerin viel mehr Freiheiten gibt als in solchen Ensembleunterrichten. Es ist halt wirklich was, wo der Dirigent vorne steht und er probt und der Co-Teacher geht rum, korrigiert Haltung, nimmt sich vielleicht mal jemanden raus, übt noch eine Stelle, die noch nicht läuft und so weiter und so fort. Aber es ist halt was, wo es eine viel, viel klarere Hierarchie gibt, weil natürlich oft gesagt wird, jetzt üben wir Takt 13 und jetzt üben nur die Geigen und jetzt üben nur die Celli oder so. Und es fühlt sich auch niemand benachteiligt, weil er nicht oft genug drankommt oder was weiß ich. Niemand, der sich darüber beschwert. Es ist sogar so, dass jemand, der relativ wenig drankommt, sich belohnt fühlt, weil er dann ein Lob bekommt, das habt ihr gut gemacht oder so. Und vieles von diesen ja, Diskussionen, Neid, Debatten, weil XY angeblich öfter drangekommen ist als YX, das erledigt sich da einfach und das ist ein ganz anderes Arbeiten. Wichtig für das Grundkonzept ist noch die Überlegung Wahl nach Neigung oder Zuteilung nach Eignung. Ich meine, es ist relativ klar oder ich kenne keine einzige Schule, bei der es nicht die Wahl nach Neigung ist, nach der das funktioniert. Aber diese Wahl nach Neigung hat nicht nur Vorteile. Also sie hat viele Vorteile. Zum einen, dass man grundsätzlich Kinder hat, die sich für etwas selbstständig entscheiden und dementsprechend auch ein gewisses Verantwortungsgefühl haben
für die Sache, wenn es gut läuft. Man umgeht natürlich so Verweigerungshaltungen, weil jemand gegen seinen Willen zu etwas zugeteilt wurde. Daraus kann viel Motivation erwachsen, wenn denn die Wahl so funktioniert. Was man sich nicht einbilden sollte, ist, dass wenn es eine Wahl nach Neigung gibt in der Klasse 5, dass dann Kinder alle nach Neigung wählen. Also es wird immer wieder Kinder geben, die sagen, das macht mein bester Freund. Ich kann zwar gar nichts damit anfangen, aber ich möchte mit dem in einem Kurs sein. Und dann wählt er das halt. Und das kann durchaus auch ein Problem werden, wenn zum Beispiel man sich mit dem besten Freund zerstreitet, was vorkommt, und man dann plötzlich in einem Kurs ist, wo man überhaupt gar nichts, ja, gar nichts mit verbindet, was einen eigentlich sogar eher nervt oder stört oder so. Und dann ist das auch noch, ist man auch noch aufgrund so einer negativen Erfahrung in diesem Kurs gefangen, dann kann das natürlich zu Blockadehaltungen führen. Ist bei mir inzwischen innerhalb von, ja, wie lange mache ich das jetzt? Ist jetzt mein 7. Jahr. Einmal passiert, dass das wirklich ganz, ganz extrem war, also dass dann ein Schüler wirklich gar nicht mehr geübt hat, sein Instrument immer irgendwo in der Schule hat stehen lassen, dass er wirklich versucht hat, den Kurs zu stören die ganze Zeit, dass man ihn dann wirklich rausnehmen musste. Das ist einmal passiert. Ich hoffe, es passiert mir nicht wieder. In der Regel war es so, wenn solche Beziehungen in die Brüche gegangen sind, dass dann der andere Part der Beziehung oder also der Part, der jetzt nicht nach Neigung gewählt hatte, sich doch damit irgendwie arrangieren konnte und gesehen hat, dass der Kurs nichts dafür konnte und der Lehrer nichts dafür konnte, dass diese Freundschaft nicht mehr bestand. Aber es ist trotzdem eine Sache, die einem bewusst sein sollte und auf die man auch immer wieder hinweisen sollte, wenn man in einem Kurssystem Schnupperstunden und so weiter anbietet, dass man sagt, hört mal, wählt wirklich das, was euch am besten gefällt. Hört in euch selbst rein, was möchte ich machen? Und es gibt Kinder, die das schon hinkriegen in der 5. und 6. Klasse und da ist das dann super, wenn man das erreicht. Und bei den anderen ist das halt so ein Risikospiel, sage ich mal. So, dann gibt es noch so ein paar Sachen, die man bedenken kann, vielleicht nicht bedenken muss, das weiß ich nicht. Zum einen ist es, dass ja, diese Instrumentalklassen einen gewissen Finanzförderbedarf haben und dass daraus so ein gewisses Ungerechtigkeitsempfinden entstehen kann. Ja, eine Chorklasse kann man auch ohne finanzielle Mittel aufbauen. Die Frage ist, stört das jemanden, dass es dieses Ungleichgewicht gibt? Wie gehe ich damit um? Ja, wie vermittle ich das? In unterschiedliche Richtungen, nämlich einmal Schulleitung, dann Elternschaft und Schülerschaft. Meiner Erfahrung nach ist den Schülern das im Großen und Ganzen egal. Die sehen, boah, da ist eine coole Sache, bei der ich mitmachen kann. Und die sehen das oft nicht so kritisch. Wenn Schüler so ein Ungleichgewicht sehen, dann ist das oft deshalb, weil sie von ihren Eltern darauf aufmerksam gemacht werden. Denn Eltern sehen das schon. Zum einen, dass man für Instrumentalklassen natürlich oft auch was bezahlen muss. Beziehungsweise ich kenne keine einzige, wo man nicht bezahlen muss und das ist meistens auch nicht wenig. Also es bewegt sich meistens so um die 35 Euro im Monat. Und es gibt natürlich auch zusätzliche Unterrichtsangebote, die man sowohl als Vorteil, sage ich mal, auslegen kann. Ja, ich habe noch eine Ensemblestunde im Nachmittagsbereich, das ist was total Besonderes, weil ich da total viel beigebracht bekomme. Kann man aber auch negativ auslegen. Also boah, ich muss 7., 8. Stunde noch in der Schule bleiben. Davon habe ich nur eine Stunde Unterricht und die andere Stunde, keine Ahnung, Hausaufgabenbetreuung. Das ist irgendwie tote Zeit. Das kann in beide Richtungen gehen. Das ist eine
eine Frage, wie man das insgesamt dann managt, ne? Also da kann man natürlich auch so Auffangkonzepte, sage ich mal, machen, dass die, die jetzt gerade keinen individuellen Unterricht haben, vielleicht noch irgendwie einen Spielkreis zusammen haben bei einer Lehrkraft oder so, dass die noch zusätzlich Musik machen und da sorgt man dann natürlich für eine schöne Probenatmosphäre. Dann gibt es, wenn sie brav waren, ein bisschen extrinsische Motivation. Also so ein Keks zum Abschluss der Orchesterstunde wirkt manchmal Wunder. Und das ist dann plötzlich was total Besonderes und was, wo man total privilegiert ist. Hat dann natürlich dann auch wieder die Gefahr, dass das dann wiederum in die andere Richtung kippt. Ne? Warum sind die so privilegiert? Warum dürfen wir das nicht machen? Also da braucht es einfach ein bisschen Moderation, sage ich mal, ein bisschen Fingerspitzengefühl und auch ein bisschen Glück mit den beteiligten Figuren. Ein weiterer Punkt sind ja, Schüler und Schülerinnen aus sozial schwachen Familien, die vielleicht bei so einem Projekt mitmachen wollen, das zusätzliches Geld kostet, was aber nicht darstellbar ist finanziell. Das gibt's gerade in strukturschwachen Regionen. Ich bin ja auch an der Schule in einer strukturschwachen Region und wir haben halt so einen Fördertopf eingerichtet, aus dem solche Schüler aufgefangen werden können. Meiner Schulleitung war das total wichtig, dass wir für diese Eventualfälle ja, solche Möglichkeiten schaffen. Und ich finde auch, dass das total wichtig ist. Ich kann auch da wiederum aus Erfahrung berichten. Also in meiner alten Schule ist das über die Stadt gelaufen. Die hat diesen Unterricht dann übernommen. Da gab es so Kulturförderungen für Kinder aus unteren sozialen Schichten. Und da ist meine Erfahrung, dass die allermeisten sich total reinhängen, weil das für die richtig ein Geschenk ist. Das sind oft Kinder, die immer schon mal ein Instrument lernen wollten. Und die dadurch halt überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, das zu machen. Und das ist auch nichts Ehrenrühriges, sage ich mal, wenn diese Kinder um diese Hilfe bitten müssen. Aber auch da bedarf es einer gewissen Moderation. Also es muss Gelegenheiten geben, wo die Schülerinnen und Schüler mit euch ja, unter vier Augen sprechen können. Ihr müsst auch das bekannt machen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und damit verbunden sind dann auch gewisse Elterngespräche, ne? Wenn jemand, ich sag mal, 35 Euro nicht zahlen kann, dann kann er aber vielleicht 10 Euro zahlen und dann macht man so ein Mixing. Wenn jemand gar nichts zahlen kann, dann muss man halt alles übernehmen. Aber ihr solltet auf jeden Fall euch schon im Vorfeld darüber Gedanken machen, wie kann ich erreichen, dass es nicht am Geld scheitert. Und ihr sitzt an den Positionen, die dafür sorgen können. Also ich hatte an der Hochschule eine Professorin, die sagte immer, wenn es um mehrere hundert Euro für irgendeinen Auslandsbildungsaufenthalt ging, am Geld darf es nicht scheitern. Und damit war die Diskussion zu Ende, aber man sollte nicht so arrogant sein zu denken, dass es keine Familien gibt, an denen es am Geld scheitern kann. Das gibt es gar nicht so wenig und da sollte man auch im Sinne, ich sag mal, demokratisch verantwortlichen Handelns schauen, dass man da alle mit ins Boot geholt kriegt. Ja, das wäre es von mir zur Frage Kurs- oder Klassensystem. Einige Implikationen und naja, ein paar Sachen, die natürlich jetzt ein bisschen abseits des Hauptthemas heute waren. Ansonsten habe ich bestimmt irgendwas vergessen, wo gerade die älteren Hasen in dem Bereich, sage ich mal, was beitragen können. Da würde ich mich auf Ergänzungen natürlich freuen. Und ja, im nächsten Video geht es um die Finanzierung des Ganzen. Was kostet es, eine Streicherklasse aufzubauen? Und ja,
Gar nicht so wenig, das kann ich schon mal sagen. Bis dahin, alles Gute.